Darf ich dich heute zum Valentinstag mal dazu einladen, dich zu erinnern, was du eigentlich selbst wirklich wusstest, als du mal hierher gekommen bist auf diese wunderschöne Welt, als du dich dazu entschieden hast, zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt wird es ein bisschen spirituell, in diesem jetzigen Körper zu inkarnieren und was du wirklich eigentlich hier im jetzigen Leben machen wolltest. Möglicherweise oder vielleicht sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, deinem Herzen zu folgen, dem Plan deiner Seele zu folgen, den Plan deiner Seele überhaupt mal zu entdecken und den Ruf deiner Seele auch zu folgen. Und jetzt würde ich dich auch mal dazu einladen, mal mit dem Herzen hinzulauschen und mal ein bisschen den Kopf als Beobachter einzusetzen, ganz wie der Volksmund es uns auch schon sagt. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wie viel mehr kannst du dich Einladung, dem Gedanken öffnen, dass du wusstest, als du dich entschieden hattest, hier auf die Erde zu kommen, ganz genau, welche besonderen Fähigkeiten du hattest. Dass du wusstest, wie einzigartig und besonders du bist. Dass du eigentlich auch wusstest, was deine besondere Aufgabe hier sein wird in dem jetzigen Leben, in der jetzigen Inkarnation. Dass du auch wusstest, dass du wirklich alles, alles erschaffen und kreieren kannst, was du dir vorstellen kannst. Und zwar mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen und mit den daraus resultierenden Handlungen und Taten. Dass du auch wusstest, dass es Dinge gibt, die niemals jemand so besonders kann, wie du es kannst. Dass du auch wusstest, wie wirklich besonders einzigartig du bist. Dass du auch wusstest, dass du wirklich alles haben und sein kannst, was du möchtest. Dass du auch nur das Allerbeste immer verdient hast. Dass du dir das Allerbeste auch gönnen möchtest und wolltest, was deinem Herz und deiner Seele entspricht. Dass du eigentlich auch ein Leben in Fülle, in Freude und in Leichtigkeit leben wolltest. Und dass du auch eigentlich wusstest, dass deine Gefühle Wegweiser dafür sind. Dass deine Gefühle wie ein Schritt-für-Schritt-Plan sind, der dich dahin führt in das freie Leben, wovon du geträumt hast oder was du dir vorgestellt hast, als du dich entschieden hast, hierher zu kommen. Und wie wäre auch der Gedanke, dass du mal ganz klar wusstest, dass du selbst der oder die Erschafferin oder der Erschaffer deiner Lebenswirklichkeit bist. Niemals jemand anderes. Und dass du auch wusstest, dass es eigentlich ganz egal ist, was im Außen ist, weil du selbst die Entscheidung immer treffen kannst, steigst du auf Themen im Außen ein. Oder bleibst du bei dir selbst und erschaffst dir so deine eigene Bubble, deine eigene Lebenswirklichkeit, völlig unabhängig, was gerade im Außen ist. Und wie wäre auch der Gedanke, dass du genau wusstest, dass du jederzeit die Kraft und die Energie und die Power hast, all das zu erreichen, was dein Herz und deine Seele wirklich möchten, wenn du bereit dazu bist, wirklich ganz stabil den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf das zu richten, dein Herz und deine Seele dich auch hinführen möchten. Du wusstest auch, dass allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, Energie bekommt und wachsen kann, zu deiner Lebenswirklichkeit werden kann. Niemals jemand anderes, immer nur du selbst. Hör dir das gerne noch ein zweites oder ein drittes Mal an, um es mit all deinem Sein auch aufzunehmen, dich zu erinnern an deine wahre Größe, an dein wahres Potenzial. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schau dir zusätzlich noch gerne mein kostenfreies Videotraining an. Du findest in der Nähe von dem Video hier den Link. Du brauchst mir einfach nur mitzuteilen, wo ich es dir hinschicken darf.
per E-Mail natürlich, nicht per Post, sondern einfach per E-Mail. Und schau dir mein Videotraining an. Du bekommst drei wichtige Schritte an Learnings anhand, die ich auch mal gemacht habe und die du im Grunde genommen auch einfach nur übernehmen darfst, wenn du das möchtest. Für dich, für dein Herz, für deine Seele, für das Leben, von dem du träumst. Und es sind deine Träume, die in dir verborgen sind. Und sie sind in dir verborgen, weil sie schon auf einer anderen Ebene auch vorbereitet sind. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, es zu deiner Lebenswirklichkeit jetzt werden zu lassen? Und das ist auch Next Level Selbstliebe. Fühl dich ganz lieb umarmt. Ganz liebe Herzensgrüße zu dir. Bis dahin. Ciao, ciao.